Hast du dich schon mal gefragt, was denn ein sogenanntes Data Recording ist, wenn du mit dem Motorrad auf der Rennstrecke unterwegs bist oder für was man das eigentlich nutzt oder vor allem auch, wie funktioniert es eigentlich? Wenn dich das interessiert, bleib dran, genau um das geht es in diesem Video hier. Recording, Telemetrie, es gibt verschiedene Ausdrücke, man hört es im Fernsehen bei der MotoGP, man sieht auch den ein oder anderen Hobbyfahrer damit herumspielen. Fraglich ist eigentlich für viele von euch, oder war es früher auch für mich, was machen wir damit und wie lesen wir es eigentlich richtig ab? Es spielt jetzt keine Rolle, ob du jetzt eine Yamaha hast mit dem originalen CCU, mit dem Ridetrack App für das iPad, wie ich es jetzt habe, oder ob du ein 2D-Data-Recording hast oder andere Data-Recording-Systeme, spielt keine Rolle. Es geht jetzt darum, lediglich einfach anhand des Data-Recordings zu lesen, wo verliere ich denn eventuell eine Rundenzeit oder wo könnte ich irgendwo was verbessern. Ich nutze jetzt in dem Fall die App von Yamaha. Die CCU-Unit ist quasi das, was die R1M serienmäßig hat. Du kannst es aber auch in eine normale R1 nachrüsten. Das gibt es nicht bei mir, aber das gibt es, ich schreibe es unten in die Beschreibung, das gibt es bei Mandy von Yard. Der kann euch das besorgen, einbauen, einstellen, was auch immer. Funktioniert wirklich gut, kann man weiterempfehlen. So, dann jumpen wir mal rein in das iPad. Ich hoffe, dass die Aufzeichnung funktioniert. So, also, ich habe jetzt hier Brünn. Habe jetzt hier einen Turn gefahren, wo meine beste Rundenzeit hier eine 0,93 ist, was nicht gerade meine beste ist, aber spielt wenig Rolle jetzt für das Video. So, dann gehe ich hier oben auf den Graphen. So, dann fahren wir rein nach Brünn. Brünn kennen wir alle vom Layout her, erkennt auch gleich jeder. So, dann kann ich da hineinzoomen, rauszoomen. Siehst du, es ist wirklich genial gemacht. Funktioniert auch von der Haptik her super einfach mit dem Touch. So, dann haben wir jetzt hier unsere Graphen, die ganz wie ausschauen können, muss aber nicht so wie sein, wie man vielleicht meint. Wir haben hier unsere Startziel, da misst er, da hat er abgebrochen, zählt auf die neue Runde. So, dann haben wir hier, siehst du, diese graue Linie, die hier so linear, fast linear nach oben geht, das ist die Beschleunigung, steht hier auch links unten jetzt mit 255 km/h kurz vorm Bremspunkt. So, jetzt sehe ich zum Beispiel 245 km/h und ich sehe auch so eine gelbe Linie, die hier jetzt stark abfallend ist. Die gelbe Linie ist wie links zu sehen, der Throttle Grip, also sprich die Öffnung der Drosselklappen. Also wie viel sind die geöffnet? Vollgas in dem Fall. Ne? So, dann schließe ich die, gehe auf die Bremse und verzögere, was man anhand der grauen Linie sieht, bis zu diesem Punkt. Also, wenn wir dann einschauen, okay, da ist die Kurve, hat er schon ganz schön angefangen. Ich habe hier 40 Grad Schräglage, by the way. Das ist diese lilane Linie, ist auch hier links ausgezeichnet in Lean Angle. So, wie man hier jetzt erkennen kann, habe ich relativ lange in der grauen Linie, sieht man das relativ lange, eine relativ gleiche Geschwindigkeit. Möchte aber, wie man anhand der gelben hier unten sieht, dass ich schon versuche, immer ein bisschen so am Stützgas, es ist ein bisschen so ein Ziehen. Und da kann ich dir jetzt im Vorhinein gleich sagen, dass das eine Kurve ist, in der ich definitiv Zeit verliere. Das ist zwar jetzt keine Kurve, da wo du einen V-Winkel fahren kannst von der Geschwindigkeit her, weil die einfach zu lang ist, aber ich bin halt lang in ein und derselben Geschwindigkeit und letztendlich ist es halt so, dass von hier nach hier, also diese Achse ist die Zeit und desto länger ich in so einer Rollphase bin, umso länger ist die Zeit, umso länger wird die Rundenzeit. Hätte ich quasi die Zeit in einem Art V, also spitzer zusammen, länger hinein verzögert, früher ans Gas, dann wäre die mehr so und somit würde diese Kurve auch nicht so viel Rundenzeit kosten wie in diesem Fall. Okay, man sieht jetzt hier auch schön, ich suche mir jetzt meinen B-Beschleunigungspunkt. Nebenbei hier oben diese pinke Linie, die hier so Ausschläge hat, TCS, das ist die Traktionskontrolle. Das heißt, 45 Grad Schräglage, Gasstellung 25%, die Elektronik denkt, Kollege, du, ja, ich regel dir hier mal ordentlich weg, weil wenn du auf dumme Ideen kommst, dann fange ich dich ab. Schön, dass man sieht, ob sie funktioniert.
So, ich suche jetzt quasi meinen Beschleunigungspunkt. So nebenbei, die Linie ist jetzt nicht hundertprozentig so, wie ich sie gefahren bin. Das GPS ist nicht tausendprozentig genau. Das versetzt schon ein bisschen. Aber es ist okay, man sieht das Verhältnis, weil hier wäre ich zu weit links und hier wäre ich auch zu weit links. Also von dem her weiß man, wo man ist. So, ich suche mir jetzt meinen B-Punkt und jetzt seht ihr anhand der gelben Linie, dass ich schon ordentlich hier ans Gas gehe und hier ordentlich durchbeschleunige. Das heißt, hier ist Vollgas. So, dann lege ich von rechts nach links um. Da tut mir die Elektronik ein bisschen das Gas wegnehmen von 100 auf 60% und lässt mich dann wieder ran. Und dann sieht man jetzt auch, dass in den Linksknick, wenn man vorausgesetzt die Linie richtig fährt, hier lediglich 20 Grad Schräglage hat und dann hier dementsprechend herausfeuern kann. Und dann hier am Ende dieser Geraden eine Maximalgeschwindigkeit von 241 km/h zusammenbringen. So, ich suche mir dann hier den Bremspunkt und in dieser Kurve sieht es dann schon mal wieder anders aus. Durch das, ich meine, so eine 90 Grad Kurve ist halt viel einfacher auch zu fahren, weil man hier den Scheitelpunkt auch besser sieht. Das heißt, man kann viel besser in die Kurve hinein verzögern. Also ich habe hier 241 km/h Maximalspeed, verzögere, langsamster Punkt. Das heißt, ich habe den langsamsten Punkt direkt am Scheitelpunkt. Das ist eigentlich so genau perfekt und dann sieht man letztendlich, aha, hier sieht auch die Linie der Geschwindigkeit nicht so aus, sondern schon mehr so. Das heißt, ich bin in der Kurve verhältnismäßig schneller als in der anderen Kurve, habe aber hier nur 40 Grad Schräglage. Also ich bin tatsächlich am Motorrad nicht viel Schräglage, weil ich natürlich viel mein Körpergewicht mit hineinbringe in das Ganze. So, und jetzt sieht man auch, dass ich hier zwischen diesen zwei Kurven, zwischen dieser Links- und Rechtskombination, wie ich auch schon in meinen Tracksheets angegeben habe, nebenbei, danke schon für die zahlreichen Käufe der Tracksheets, es sind immer noch ein paar verfügbar, die werden auch so schnell nicht ausgehen. Aber genau das steht hier drin. So, also das sind so Sachen. Das ist, wie ich hier, das ist die Geschwindigkeit, die graue Linie, das ist die gelbe Linie, das ist die Gleichstellung. Und jetzt tue ich zwischen diesen zwei Stückchen nochmal ordentlich beschleunigen. Und das ist, ich habe hier fast eine Öffnung von 97% Gasstellung, Drosselklappe, also fast 100%. Und du siehst hier oben auch in den Linien, dass nicht einmal die Traktionskontrolle regelt, bei einer Schräglage von 35 Grad. Also 35 Grad und fast 100% Drosselklappenöffnung. Da siehst du mal, was Grip vorhanden ist an so einem Slickreifen. Das ist Wahnsinn. Das heißt, die kommt im dritten Gang kommt die fast hoch in Schräglage. Das ist Wahnsinn, was da Grip da ist. Und jetzt hat es den Vorteil, dass wenn ich hier raus beschleunige, habe ich erstens mal ein schöneres Aufrichtmoment vom Motorrad. Und sobald ich wieder zumache und die Bremse wieder leicht anlege, kommt sie wieder schöner in die rechts rein. Und das siehst du jetzt auch hier, dass ich hier jetzt quasi auch bis in die, also hier beschleunige ich, habe eine Differenz von 40 km/h in diesem kurzen Stück und verzögere wieder in diese rechts hinein. Siehst du das? So, und dann warte ich wieder, habe Maximalschräglage von 45 Grad, warte auf meinen B-Punkt und jetzt siehst du anhand der gelben Linie, wie ich konsequent innerhalb von 1,5 Sekunden von Anlegen bis Vollgas. Also es ist wirklich nur so ein Bäh, Bäh. Also es ist richtig, wie konsequent diese gelbe Linie der Beschleunigung nach oben schießt bis auf 100% Drosselklappenöffnung. Und jetzt regelt mir zum Beispiel, sieht man jetzt da oben anhand der grünen, diesen grünen Ausschlag, Lift, Willi-Kontrolle, die regelt mir jetzt ein. Das siehst du jetzt ganz gut, weil die nimmt man die Drosselklappenöffnung von 100% weg auf 63%. Okay. So, kurze Pause für das Screen Recording, sonst bricht es immer ab. Ich nehme das jetzt schon das dritte Mal auf. Das erste Mal hat das Screen Recording nicht funktioniert, das zweite Mal hat der Fokus von der Kamera nicht funktioniert und wenn der jetzt nicht passt, dann soll es einfach nicht sein. So, nebenbei auch nochmal Thema Investment in das Motorrad für die Rundenzeit. Mir schreiben so viele Leute an, ja, welche Übersetzung soll ich hier fahren und was soll ich hier machen und was soll ich mit dem Motorrad hier machen und hier mal ein Fahrwerk und tralala. Und ich frage halt dann oft, ja, was fährst du denn für die Rundenzeit? Ja, Brünn 2 Minuten 30. Okay, ja. Hat das jetzt gespeichert oder ist nicht gespeichert? Es ist halt,
noch nicht so relevant, jetzt in Übersetzung zu investieren und in Fahrwerk zu investieren, wenn du bei diesen Rundenzeiten bist. Da ist viel, viel wichtiger, dass du dir zum Beispiel meine Tracksheets holst und dass du dir mal die Linie vernünftig einprägst und so richtig versuchst, an dir selbst zu arbeiten. Weil theoretisch kannst du im Brünne 2,15 mit jedem Motorrad fahren. Also völlig egal, und wenn du einen vierten Gang hast. Also wirklich versucht es zu beherzigen, tut es nicht so viel Geld in euer Motorrad stecken, das ist so rausgeschmissen teilweise, ihr werdet deswegen auch nicht schneller. Das Motorrad ist noch so egal teilweise, ja. Wenn du 2,10 fahrst und möchtest gerne eine 0,7 fahren oder eine 0,5 fahren, dann wird es irgendwann relevant, aber vorher tu dir vielleicht lieber das Geld einfach in noch einen Trackday mehr investieren, dass du noch mehr fahren kannst, noch mehr Fahrpraxis kriegst. Ist viel, viel entscheidender, als wenn ihr da tausende von Euros in das Fahrwerk reinsteckt und andere Bremse und andere Übersetzungen. Ja klar, Übersetzung. Natürlich kann es einiges helfen, aber ich fahre auf jeder Rennstrecke mit einer und derselben Übersetzung. Ich fahre vorne 15, hinten 42. Da fahre ich überall. Und natürlich gibt es hier Stellen, wo ich sage, ja, da ist mir der zweite ein bisschen zu kurz und der dritte ein bisschen zu lang. Aber das ist für mich ein Kompromiss. Ja, dann ich mache halt das Beste dann daraus. Oder ich sage mal, diese 2/10, die ich vielleicht hätte gewinnen könnte mit einer bisschen anderen Übersetzung, die mache ich hier oben wieder irgendwo anders wett. Weil ich hier oben halt trainiere und versuche, mich zu perfektionieren. Gehe lieber einmal mehr Radl fahren oder wandern oder so, dass ich fitter bin. Und ihr unterschätzt es. Ich habe das echt gesehen, mein Video, wo ich gemacht habe, bezüglich wie halte ich mich fit neben dem Motorrad. Das hat fast keine Klicks, interessiert kein Schwein. Und ihr unterschätzt das. Das ist wichtig. Ihr müsst körperlich so fit sein, desto fitter ihr körperlicher seid, umso leichter fällt euch das schnelle Motorradfahren, weil ihr viel mehr Reserven im Kopf habt und könnt euch auf die Linie konzentrieren. Könnt dabei, wenn ihr schnell fahrt, immer noch nachdenken. Um das geht's. Und das geht nur, wenn man körperlich so richtig fit ist. Und das wird unterschätzt. So, zurück in die... Zurück in das Data Recording. Tja, Yamaha White Track. Gibt's im App Store kostenlos. So, dann schauen wir mal. Omega, Einfahrt Omega. Schau mal, da habe ich mal eine Kurve, die mag ich nicht. Ich habe hier ein kurzes Stück Gerade, wo ich nochmal ordentlich ans Gas gehen kann. Das ist hier, siehst du auch, ne, in der grauen Linie, gelbe Linie. Ich gehe nochmal ordentlich ans Gas. Nochmal Throttle Grip Öffnung 100%. So, und dann verzögere ich in diese Kurve hinein, fange hier zu bremsen an, langsamster Punkt. So, und jetzt habe ich auch, du siehst das hier in dieser Linie, graue Linie hier ist relativ lange dieselbe Geschwindigkeit. Das ist eine Rollphase. Das macht dann immer so. Du kennst es. Dauert ewig. Und dann gehe ich ans Gas. Ich meine, da gehe ich kompromisslos dann ans Gas. Ich warte quasi, bis ich meinen Punkt habe. Und da kann ich dann auch voll aufmachen. Du siehst es, wie hoch die gelbe Linie geht. Die schießt hoch, so wupp, auf 100%. Und dann ist das Gas auch konsequent offen. Aber ich könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Bremsweg weiter in die Kurve hineinpacken würde, weil ich eben später bremsen würde, wäre ich länger schnell und diese Linie der Rollphase wäre nicht so, sondern sie wäre so. Das heißt, das ist die Zeit von bis, das wäre dann nicht so, sondern so. Also hätte ich wieder ein Zehntel, 2/10, 3/10 mir geholt. Andererseits ist das zum Beispiel an der Kurve, die mir richtig gut liegt, in dem Fall wieder über rechts, das ist die rechts darunter, den Berg runter. Da sieht man das richtig, richtig gut. Also, siehst du, Gas voll geöffnet die ganze Zeit. Hier knall ich die Gänge durch bis in den fünften. Maximal Speed 232 km/h. Schmeiß die Bremse, schalte quasi zwei Gänge runter bis in den dritten. Und jetzt siehst du die Verzögerung. Pass auf, hier ist von hier nach hier, siehst du an der Linie, wie steil die graue nach unten geht. Bremse ich richtig hart und dann mache ich die Bremse ein bisschen lockerer und verzögere, aber immer noch bis hier. Siehst du das? Wie tief ich hier in den Scheitelpunkt hinein verzögere. Und in dem Moment, wo ich die langsamste Geschwindigkeit habe, siehst du jetzt an der gelben Linie, gehe ich schon wieder ans Gas. Und dann suche ich mir meinen B-Punkt
Und sobald ich den habe, hier regelt die Traktionskontrolle, da würde ich eigentlich jetzt schon ins Gas gehen, aber siehst oben, TCS, die Traktionskontrolle regelt mir hier weg. Und sobald die aufhört wegzuregeln, weil die Schräglage von 40 Grad nochmal weniger wird auf 35 Grad, jetzt hört sie auf zum Wegregeln, jetzt lässt die Elektronik mir diese 100% Gasöffnung zu. Und da siehst du mal, was ich da mache, ich richtige Rundenzeit. Wenn ich theoretisch diese Art der Kurven, des Kurvenfahrens in jeder Kurve, links sowie rechts, in jeder Kurve am Limit mit 45, 50 Grad Schräglage hätte, dann, boah, dann wäre das keine 209 gewesen, sondern hätte wahrscheinlich eine 203 gewesen. Aber, ja, genau. Ich hoffe, du hast ein bisschen einen Einblick in das Data Recording bekommen. Wenn du jetzt keine RMA hast, wo du das nachrüsten kannst, oder keine R1M, die es vorher aus hat. Moment, ich muss ja das wieder stoppen. Dann ist es auch kein Problem. Es gibt vom Andreas Tschupp, das ist ein Schweizer, der hat ein super System entwickelt, das nennt sich Race Analyzer. Ich habe dem schon angeschrieben, dass ich gerne mal ein Gerät zum Testen hätte und zu probieren, wie das funktioniert, weil das funktioniert dann quasi auf jedem Motorrad. Das pappst du hinten drauf, gleiches System wie das, schaut nur anders aus, aber vom Prinzip her das gleiche. Dann hat er gemeint, ja, der Schmidt, Chris, hi, der hat noch eins zum Testen, das soll ich mir mal ausbauen. Hätte ich Bock drauf, das zu testen, ein Video drüber zu machen, hätte wirklich Grund genug dazu, dass sich jeder von euch sowas kauft. Weil wenn du drauf aus bist, dich zu verbessern, deine Rundenzeit, deine Linie, dann brauchst du sowas. Na, du musst nachschauen können, was du da machst. Weil oftmals, das geht mir auch so, während dem Fahren, Senses overloaded, Adrenalin, ja, wo war ich da, was war da, ich weiß es nicht mehr. Schau da rein, das Data Recording weiß ganz genau, was du gemacht hast, oder was ich gemacht habe. Also, nebenbei, danke für die Tracksheets, die gibt es immer noch, Link unten in der Beschreibung, die packe ich da jetzt immer mit dazu. Da sind solche Informationen nicht nur über Brünn, Slowakiering, Hockenheim, Lausitz, Reka, zusammengepackt auf dem DIN A4 Blatt. Ich bedanke mich bei euch, wir sehen uns beim nächsten Video, Daumen hoch, abonnieren und wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema Data Recording habt oder irgendwelche Anschlüsse an das Ganze, schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich auf euch, bis dahin und ciao. Also, das, wenn jetzt nicht funktioniert hat.